Liebe, herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute möchte ich mit dir über Missbrauch an der weiblichen Kraft sprechen. Ja, obwohl man mir schon als Kind erzählt hat, dass ich gleichberechtigt bin, ist es leider immer noch so, dass diese Gleichberechtigung leider nicht wirklich herrscht. Dass es immer noch so ist, dass wir in einer von männlicher Energie geprägten Welt leben. Natürlich kommt die weibliche Kraft zurück. Na, davon sprechen die Prophezeiungen. Wir sind eigentlich schon in der neuen Zeit, aber es dauert einfach noch, bis die Zeit sich hier manifestieren wird. Und das erfordert wirklich die Mitarbeit von uns allen. Vor allem natürlich auch von uns Frauen. Dass wir erst einmal überhaupt diesen Missbrauch erkennen. Und das ist, was mich eigentlich sehr, sehr traurig macht. Dass viele diesen Missbrauch eben nicht mal erkennen. Dass dieser Missbrauch so selbstverständlich geworden ist und dass er von allen einfach mitgemacht wird. Ja, und dass ich diesen Podcast mache, dazu wurde ich gestern Abend angeregt. Da habe ich einen Beitrag gesehen auf Facebook. Eine Frau gefragt für ihre Freundin, die wohnhaft in Schweden ist. Die hat sich auf die Hausgeburt vorbereitet. Und in Schweden ist es so, dass sobald du 14 Tage über den errechneten Termin bist, zwangseingeleitet wirst. Und wenn das nicht klappt, wird dir dann direkt schon mit Kaiserschnitt gedroht. Das erinnert mich sehr an eine Geschichte, die, ich meine, ungefähr ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre her ist, in Spanien, in Nordspanien, in Asturien. Ist das passiert? Da ist eine Frau, hatte sich auch auf eine Hausgeburt vorbereitet, hatte eine Hebamme und die Hebamme hat sie dann aber auch zur Untersuchung geschickt, ob alles in Ordnung ist, ob Fruchtwasser in Ordnung ist und so weiter, weil sie auch über dem Termin war. So, alles war in Ordnung beim Ultraschall und so weiter, aber dem Arzt hat es einfach anscheinend nicht gefallen, dass die gute Frau eine Hausgeburt machen wollte, hat die Behörden informiert, und dann wurde die Frau zwangsweise zu Hause abgeholt, ins Krankenhaus gebracht. Man nötigte sie zum Einleiten. Das hat nicht funktioniert. Also das passiert wirklich manchmal, dass unsere Körper dann nicht drauf reagieren. Und dann haben, ich weiß nicht, ob sie dann noch ein zweites Mal versucht haben einzuleiten. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau daran, aber auf jeden Fall hat es nicht geklappt mit dem Einleiten und dann wurde ein Zwangskaiserschnitt durchgeführt an dieser Frau in Spanien. Ich weiß nicht, was aus dieser Frau war, geworden ist. Also das Baby ist gesund geboren und natürlich Kind und Mutter sind traumatisiert nach so einem Kaiserschnitt, nach so einem abrupten Ende dieser innigen Zweisamkeit, die Mutter und Kinder einfach erleben in der Schwangerschaft. Und die Frau hatte sich auch eine Anwältin genommen und wollte das Krankenhaus sowie den Arzt verklagen. Wie gesagt, ich habe die Geschichte dann nicht weiterhin verfolgt. Ich wollte euch das hier nur mal erzählen, dass das nicht so unüblich ist, diese Geschichte, die ich da gelesen habe aus Schweden. Das ist wirklich ein Missbrauch an der weiblichen Kraft. Und das sind Dinge, die wir uns bewusst machen sollten. Denn nur die Dinge, die wir in unser Bewusstsein holen, können wir tatsächlich auch erlösen. In uns und natürlich auch im gesamten weiblichen, kollektiven Feld. Und wenn wir wirklich alle in unsere weibliche Kraft kommen wollen, wenn wir ins Gleichgewicht mit der männlichen Energie kommen möchten, dann ist es ganz wichtig, diesen uralten Schmerz bewusst zu machen, aufzuarbeiten und natürlich zu verändern. Und wisst ihr, es war natürlich nicht immer so, dass mir diese Dinge bewusst waren. Ich habe das auch für ganz normal angesehen, zum Beispiel zum Frauenarzt zu gehen. Das war für mich ganz selbstverständlich. Warum? Meine Mutter hat mich mitgenommen, das erste Mal, als ich 15 Jahre alt war. Und ich saß im Frauenarztstuhl und empfand das als sehr unangenehm. Also das war ein männlicher Arzt, der war sehr groß, also wirklich sehr groß. Ich komme ja aus einer kleinen Familie, also das heißt mütterlicherseits zumindest. Und mein Papa war auch nicht so ein Riese oder sowas. Und ich fühlte mich wirklich sehr unwohl noch dazu. Unabhängig von seiner Größe war es ja ein fremder Mann, den ich gar nicht kannte.
Ne, ich war ein junges Mädchen. Ich hatte auch überhaupt noch keine Erfahrung mit Jungs gehabt zu dieser Zeit. Das heißt, ich war da und musste mich ausziehen, also das heißt meine Hose, meine Unterhose ausziehen, mich auf diesen Stuhl da legen, wo er dann direkt vor meiner Vagina stand und da reingeschaut hat und mir dann auch dieses unangenehme, ich glaube es heißt Spektrum, wenn ich mich nicht ganz irre, in die Vagina geschoben, was auch sehr weh tat. Ich war ja Jungfrau und es war sehr unangenehm und tat weh und ich fühlte mich so, ja, vergewaltigt. Ja, tatsächlich fühlte ich mich vergewaltigt, es war sehr unangenehm, es fühlte sich sehr nach Missbrauch an und es war überhaupt gar nicht angenehm für mich. Aber wie gesagt, ich habe das dann auch unterdrückt, okay, das ist normal, jede Frau geht zum Frauenarzt, dies, das, jenes und vor allen Dingen, meine Mama ist da ja mit mir hingefahren. Das heißt, wenn meine Mama das da mit mir hinfährt, dann muss es schon okay sein. Na, und so machen wir das immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und nur mal hier zum Einwurf, es sind auch die Frauen in Afrika, die ihre Töchter zum Beschneiden mitnehmen. Na, also um das wirklich aufzulösen, müssen wir es erstmal hinterfragen. Und ich habe es erst dann hinterfragt, als ich eben meine traumatische erste Geburt erlebt habe, wo mir das Gleiche passiert ist. Das heißt, ich hatte eine wunderbare Geburt mit Hebamme, alles war wunderbar, bis dann eben bei den Presswehen der Arzt von der Hebamme dazugerufen werden musste, aufgrund der Krankenhausrichtlinien. Und er dann diese wunderbare Geburt unterbrochen hat, indem ich auch in den Frauenarztstuhl gehievt wurde und er dreimal ohne Betäubung in meine Joni schnitt und mein Kind mit der Sauglocke aus mir rauszog. Aber dieses schmerzhafte Erlebnis brachte mich wirklich zum Aufwachen. Dieses Erlebnis brachte mich zum Hinterfragen. Ich fühlte mich damals tatsächlich aufs Schlimmste missbraucht. Ich, meine Tochter und mein Mann waren traumatisiert. Meine Tochter ist wirklich jede Nacht zur Stunde ihrer Geburt, sie ist um 5 Uhr nachts geboren oder morgens, und ist jede Nacht um die Stunde ihrer Geburt aufgewacht und hat geweint. Sie schlief bei uns im Bett, ich habe sie vollgestillt, es gab keinen Grund zu weinen. Und ich sehe natürlich den Unterschied zwischen ihr und ihren 6 Geschwistern, dass sie da ganz klar traumatisiert war. Wie auch ich, seelisch, aber auch körperlich natürlich. Und diese Narben, die ich da hatte, sind in der 2. Geburt auch wieder aufgerissen zum Beispiel. Danach konnte ich sie heilen, ich konnte dieses Erlebnis heilen. Und ab dem 3. Kind sind sie nie wieder aufgerissen. Das ist das Gute daran und das Allerbeste daran ist, dass es mich wirklich zum Aufwachen brachte. Ich gehörte dazu, diesen ganz starken Schmerz, um wirklich zu erwachen, um zu hinterfragen, wie ich da aufgewachsen bin, was ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend erlebt habe und einfach mal zu schauen, ist das wirklich einfach normal, dieser Missbrauch an Frauen? Ist es wirklich normal? Viele denken gar nicht, dass das Missbrauch ist. Und doch ist es Missbrauch. Vor allen Dingen, wenn du schaust, wie die Urvölker leben und ich habe mit einem Urvolk gelebt, dann wird dir natürlich noch der bewusste Vergleich, dieser bewusste Vergleich, der ermöglicht dir dann natürlich noch tiefer hinzuschauen. Wenn du siehst, wow, es gibt Frauen, die nie in ihrem Leben zu einem Frauenarzt gehen, die zu einer Maya-Hebamme gehen und wo nichts einfach so in deine Vagina geschoben wird, sondern wo die Maya-Hebamme wirklich einfach ganz sanft ist, wo sie über dem Bauch fasst und es auch wirklich ertasten kann, zum Beispiel, ob du Zysten oder Myome hast, wie groß deine Gebärmutter ist, wie groß dein Kind ist, wenn du schwanger bist. Also das ist wirklich alles über dem Bauch möglich. Und ich habe im Verlauf meines Lebens auch immer wieder festgestellt, dass die Hebammen, die traditionellen Hebammen, viel genauer arbeiten. Wie oft ist es passiert, dass Frauen Fehldiagnosen durch Ultraschall bekommen haben? Besonders in der Schwangerschaft. Ich habe schon so viele Frauen getroffen, die mir erzählt haben, dass bei ihnen behinderte Kinder diagnostiziert wurden. Kinder, denen angeblich Organe fehlten. Und so weiter. Kinder, die zu groß sind, woraufhin dann ein Kaiserschnitt gemacht wurde. Und die Kinder dann zu klein waren und noch in den Brutkasten mussten. Also da sind so viele Dinge, so viele Fehldiagnosen einfach passiert. Warum? Weil Menschen
Die traditionellen Hebammen, die arbeiten wirklich ganz anders. Die arbeiten mit ihrem Gefühl. Die arbeiten mit ihrer weiblichen Kraft. Die lassen sich führen. Mit den Sinnen. Die können das wirklich ertasten. Auch mit meiner jüngsten Lorelei war ich zweimal, beziehungsweise die traditionelle mexikanische Hebamme war bei mir. Und die hat mir genau gesagt, wie schwer Lorelei sein wird. Und es stimmte total. Und ich war mit Lorelei nicht einmal beim Ultraschall. Auch aus anderen Gründen, weil ich tatsächlich auch entdeckt habe, dass Ultraschall nicht gesund ist für das Gehirn des Babys und dem Baby sogar in den Ohren wehtut, dem ungeborenen Baby. Genau, und weil ich eben auch einfach festgestellt habe, dass Hebammen sehr genau arbeiten, mit all ihren Sinnen, mit ihrem Gefühl, mit ihren Händen. Und es ist einfach sehr sanft, es ist sehr wohltuend. Die Frau kann sich total entspannen, sie fühlt sich geborgen, sie fühlt sich wohl. Und was gibt es Wichtigeres als dieses Aufgehobensein, dieses Beschützt- und Geschütztsein, dieser nährende Rahmen für die Schwangerschaft? Das ist ganz wichtig und nicht dieses, welche Frau geht eigentlich zum Frauenarzt und freut sich darauf. Ich habe noch keine getroffen, die meisten sind aufgeregt, haben Angst, dass vielleicht irgendwas festgestellt wird, dass mit dem Baby irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das ist so eine unglaubliche Trennung. Anstatt dass Frauen darin unterstützt werden, sich selber wieder zu spüren, ihre weibliche Kraft zu spüren, das Kind zu spüren. Wenn wir uns selber spüren, wenn wir die weibliche Kraft durch uns fließen lassen, sie aktiviert ist, dann sind wir die Ersten, die spüren, wenn irgendwas mit dem Kind nicht in Ordnung ist. Wir vertrauen der Natur nicht. Wir vertrauen unserer Natur nicht. Wir vertrauen unserer eigenen Kraft nicht mehr. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Geschichte in Schweden oder Spanien. Wir Frauen, wir können das verändern. Wieso misstrauen wir so sehr unserem eigenen Körper? Glaubst du wirklich, das Fruchtwasser könnte schlecht werden und deinem Baby Schaden zufügen? Glaubst du das wirklich? Glaubst du, so ist die Natur ausgerichtet, dass sie das Fruchtwasser schlecht werden lässt, obwohl dein Baby da noch drin ist? Das ist so unglaublich, wenn man sich das wirklich mal bewusst macht, dass wir so wenig Vertrauen in unseren Körper haben. Und falls es tatsächlich so sein sollte, dass die Qualität des Fruchtwassers abnimmt, falls es so sein sollte, glaubst du nicht, dein Körper hätte die Intelligenz, dann von selbst die Wehen auszulösen? Glaubst du das nicht? Das sind die Dinge, die wir verlernt haben. Wir haben verlernt, in die Intelligenz unseres Körpers, unserer Körperin, wie meine liebe Freundin Ilan das immer sagt, unserer Körperin haben wir verlernt zu vertrauen. Und genau deshalb, weil wir uns nicht vertrauen, weil wir unserer Körperin nicht vertrauen, weil wir nicht mit der weiblichen Kraft schließen, ist dieser Missbrauch auch heute noch möglich. Denn wenn du weißt, wer du bist, wenn du die Kraft in dir spürst, die Kraft, die du bist, wenn du dich hundertprozentig fühlst, dann würdest du das gar nicht tun. Dann würdest du nicht zu einem Frauenarzt gehen, der dir in deiner Vagina rumprokelt. Na, dann würdest du nicht mit einem Mann schlafen, obwohl du es eigentlich gar nicht willst. Weil du Angst hast, dass er dich vielleicht sonst verlässt. Oder weil du Angst hast, dass er enttäuscht sein könnte oder dich vielleicht nicht so liebt. Du würdest einfach voll und ganz zu dir selbst stehen, weil dein Körper, deine Gefühle dir ganz genau zeigen, was richtig und gut für dich ist in diesem Moment. Und genau darum geht es, jetzt mehr denn je, dass wir diese weibliche Kraft wieder in unser Leben holen. Sie ist in uns. Wir können sie wieder aktivieren, indem wir wieder lernen zu fühlen. Indem wir wieder in die Natur gehen und barfuß in die Berührung zu Mutter Erde gehen. Indem wir einen Baum umarmen, uns einfach auf die Erde legen. Bewusst die Natur wahrnehmen. So wie wir uns fühlen, auch mal die Natur fühlen, den Wind auf unserer Haut.
die Luft mal ganz bewusst einatmen, mal riechen, dem Wind lauschen, den Vögeln lauschen, zuschauen, wie die Blätter sich bewegen im Wind, die Gräser, die Insekten, die Schmetterlinge, die vorbeiflattern. Wenn du das bewusst machst mit deiner Präsenz, dann beginnst du die Sprache von Mutter Erde wieder zu verstehen. Dann beginnst du wieder Mutter Erde zu fühlen. Dann beginnst du dich wieder zu fühlen. Dann hebst du die Trennung, in der wir aufgewachsen sind, auf. Und dann wird dir mehr und mehr bewusst, dass es Missbrauch gibt, ja, Missbrauch unserer Kraft. Und du kannst diesen Missbrauch beenden, indem du deine Kraft zu dir zurückholst, deine Energie zu dir zurückholst, für dich selber einstehst und deinen Weg findest. Und genau so kommt das alte Wissen zurück. Denn das alte Wissen, das Urwissen ist auch in uns. Es beginnt immer mit einem Ja zu uns selbst. Ne? Und ich erzähle es immer wieder, dass die Welt ist unser Spiegel. Ja, und du kannst jetzt natürlich sagen, ja, aber was soll ich denn machen, wenn ich in Schweden wohne? Ja, dann sind da ja nochmal die Gesetze so. Aber die Gesetze sind so, weil wir immer noch unsere Kraft missbrauchen. Ja, es gibt ja diesen Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und es geht keiner hin. Stell dir vor, es gibt all diese kleinen, haltenden, frauenmissbrauchenden Gesetze und keiner macht mit. Dann würden die ganz schnell wegfallen. Na, also alles beginnt in dir. Es liegt wirklich an dir. Folge deiner weiblichen Kraft. Vertraue wieder an deinen Körper. Vertraue deinem Gefühl. Der Verbindung zu Mutter Erde, aber auch wenn du schwanger bist, Verbindung zu deinem Kind. Genau darum geht es. Und das können wir alle wieder lernen. Und das ist unsere Aufgabe. Jetzt in dieser Zeit. Und selbst wiederzufinden, die weibliche Kraft zurück in diese Welt zu bringen. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.